So, wie schaut's jetzt aus? Wir haben immer noch 100 FPS. Diesmal macht die Grafikkarte, was sie machen soll, denke ich. Okay, Prozessor wird einfach mal um die Hälfte entlastet. Das ist schon krass. Ich hoffe nur, dass der GPU-Dingsbums da auch mitkommt mit dem, was ich hier mache. Da bin ich mir nämlich gerade nicht so sicher. Wie mir einfach mal das Holz fehlt. Aber das... das spielt sich sehr schön. Das spielt sich sehr stabil. Und sehr flüssig vor allem. Das ist cool. Das ist cool. So, wenn es immer wäre, ganz ehrlich, hätte ich absolut nichts dagegen. Oh je, aber jetzt habe ich es hier übertrieben. Diesmal stelle ich das Ding hier gleich auf. Komm, geht mal darüber. Wir müssen die halt jetzt zweit daher halten. Das geht jetzt nicht anders. Alter, guck mal, wie schön flüssig sich das Ganze spielen lässt, obwohl es die letzte Mission ist, ne? Das ist schon geil. Das ist schon extrem geil. Ja, den kriege ich dann irgendwo mal hin, ne? Ja, wobei ich hätte mit dem eigentlich warten sollen. Wäre schlauer gewesen. Ja gut, jetzt locken halt die hier die ganzen Zombies da an, was so eigentlich nicht gedacht war. Aber gut, das hat schon mal besser funktioniert. Wenn es tatsächlich machbar ist, dass du nur mit dem Bogenschützen erstmal die rechte Hälfte hier komplett säuberst. Alter, guck dir das an, wir haben fast 100 FPS im Pausenmodus. Also du säuberst mit deinen vier Bogenschützen zuerst die rechte Hälfte und danach die linke Hälfte. Das geht tatsächlich und ist wesentlich sicherer, weil du dich teilweise bis zu den Ausgängen hier vorarbeiten kannst, ohne dass du irgendwelche Zombie-Horden triggerst. Oder die Villages. Okay, nice. So, er ist da. Wir brauchen ganz dringend Nahrung. Scheiße, also das haut jetzt hier auch wieder nicht so gut hin, wie ich es mal im Kopf hatte. Eigentlich müsste ich jetzt hier so ein Ding hinstellen, aber dann locken wir zu viele an durch das Gebäude. Auf der anderen Seite, ja, was soll's. Oh, ist das ein Traum? Eigentlich sollte ich nicht so viel reden, weil meine Stimme total im Eimer ist. Hört man, glaube ich, auch, dass ich nicht so fit bin. Scheiße. Das muss ich mit der Nahrung irgendwie schneller hinkriegen. Oder wir machen einfach Folgendes. Zwar jetzt doof, aber so kriegen wir wenigstens wieder ein bisschen Nahrung, weil der Schlüssel ist echt, dass du am Anfang so viele Hütten wie möglich baust. Schau mal, wie schön, dass der Part jetzt dezimiert wird, obwohl das nicht geplant war. Und wie war das mit Klappe halten? Alter, das ist ein Traum. Das ist super. Ja, ist das Ding eigentlich ziemlich nutzlos? Eigentlich. Yes.
Jetzt muss ich nur überlegen, wie wir hier weitermachen, weil wir brauchen noch Platz für eine Kaserne. Die stellt jeder andere Spieler erstmal da oben rein, aber da habe ich meine Balliste. Und das will ich ganz ehrlich auch so beibehalten. Alter, jetzt speichert der wieder. Ach Gott, ich kann das Ding längst bauen. Mann, bin ich doof. Jetzt wird es dann Zeit, dass wir Bogenschützen ausbilden können. Scheiße, das ist zu viel hier hinten. Aber es haut ganz gut hin, ne? Es haut erstaunlich gut hin. Aber weiter vorrücken dürfen wir mit den Mädels jetzt nicht, weil sonst locken wir da unten zu viele Viecher an. Marktplatz. Wir brauchen unbedingt einen Marktplatz. Wieso geht hier nichts mehr? Ich habe kein Gold. Das sollten wir aber gleich wieder haben. Ach Gott, jetzt habe ich keine Arbeitskräfte übrig. Das ist blöd. Das ist jetzt blöd. Mal schauen, vielleicht können wir noch ein paar Zelte upgraden. Ja, ich denke, mehr geht nicht. Was kommt denn da alles rein? Eine sehr schöne Schlange. Bin mal gespannt, wie die Aufnahme dann ausschaut später. Also schau mal, wie sauber es hier ist, weißt du? Alles ausgeräuchert, alles weg. Das ist ein Träumchen. Die geht nicht. Hä? So. Ich bin bescheuert. Okay, jetzt können wir schauen, dass wir das hier noch auslöschen. Das müsste jetzt gehen, vor allem weil die Bogenschützinnen wieder zu viert sind. Die Soldaten platzieren wir mal hier vorne, vorsichtshalber einfach nur. Okay, jetzt hatten wir gerade einen kurzen Frame-Einbruch, warum auch immer. Läuft nicht ganz so stabil wie mit der... mit dem alten Elgato-Programm, aber ich denke, das ist kein Problem. Genau, klau der Bogenschützen die Skills. Wasting my time.
Okay, ziehen wir hier den Kreis mal enger. Wir müssen nur aufpassen, wenn wir zu weit vorgehen, dann triggern wir entweder das Village oder wir ziehen sogar einen Fettsack an. Das kann tatsächlich passieren. So, was haben wir denn? 10,5 Minuten. Okay, ich glaube, ich versuche mich mal an einer 20-Minuten-Folge. Ist natürlich nur eine Testfolge, deswegen... Ah, kann ich... Nein, ich habe keine Steine. Oder doch, warte. Sag bitte, dass es genügend Steine sind. Es sind nicht genügend Steine. Ah. Okay, wir müssen ganz schnell dieses Steinvorkommen hier erobern. Ich weiß, eigentlich habe ich ja gesagt, ich will... das nicht mehr aufnehmen, wenn ich es von vorne spielen muss. Ich habe auch einen Speicherstand vorbereitet. Fürs Let's Play, wo die ersten zwei Wellen bereits besiegt sind. Aber da das hier einfach nur ein Testvideo ist, weil das eine komplett neue Ausrüstung ist, mit der ich hier arbeite, denke ich, kann man ausnahmsweise mal hier so einen Neustart wagen. Boah, meine Stimme ist halt komplett im Eimer, ne? Oh shit. Scheiße. Das ist zu viel Action. Wie viele Bogenschützen haben wir hier? 2. Warum kommen da so viele? Aber ich will hier keine Wespen aufstellen, weil die machen zu viel Krach. Wir müssen es nur mit Bogenschützen schaffen. Wow! Hä? Wo kommen die denn jetzt her? Das Village ist getriggert. Hä? Hä? Also das sollte eigentlich überhaupt nicht passieren. Wow. Mal ganz im Ernst, ich habe mir diese Mission bei einem YouTuber angeguckt. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Ich glaube, das war sogar Shadeless. Der ist viel aggressiver vorgegangen. Viel, viel aggressiver. Der hat die 3 Farmen hier zum Beispiel gar nicht gebaut. Hat stattdessen hier alles mit Zelten vollgeklatscht. Also wirklich Reihe an Reihe an Reihe an Reihe. Bis hier vorne hin, bis dahin, wo meine Bogenschützen standen, hat der Zelte gebaut. Der hat die Zelte sogar bis hier unten an die Felswände gebaut und war auch mit 8 Bogenschützen am Start, so wie ich. Ja. Und bei dem ist das hier nicht passiert. Da sind die Villages ruhig geblieben. Er hat einen Fettsack hier unten angelockt, aber bei dem ist das hier nicht passiert. Und man sieht, dass die aus dem Village kamen und aus dem Village kamen. Du hast hier teilweise... Ja, toll, jetzt natürlich nicht mehr. Also, das... war, glaube ich, wieder einer dieser 5% Einsätze, die grundsätzlich schief gehen. So, aber weißt du was, dann kann ich ja jetzt mal hergehen und die Aufnahme stoppen und mir mal angucken, wie das aussieht. Dann lade ich das eventuell mal hoch. Und der Witz ist, das Ganze ist jetzt auf Full HD eingestellt. Ich könnte theoretisch jetzt noch auf eine 2K Auflösung raufgehen. Das müsste auch noch funktionieren. Weil was haben wir denn? Warte mal, wir gucken uns das mal gerade an. Ich weiß, es ist ziemlich sinnfrei, aber ich will gerade mal wissen, wie die FPS-Rate dabei aussieht. 38, 35. Wenn ich ganz rauszoome, dann haben wir unter 30. Wenn ich reinzoome, haben wir teilweise fast 50. Okay. Aber es ist schon mal kein Daumenkino mehr, ne? Weil der Witz ist auch der... Ich habe mit dem Streaming auch schon ein bisschen getestet. Da bin ich zwar noch nicht fertig. Da muss ich noch... Boah, was jetzt alles kommt. Da muss ich noch ein bisschen rumprobieren. Aber von dem, was ich gesehen habe, funktioniert es im Streaming genauso gut.
Ich werde jetzt mal noch gucken, pass auf, ich schalte jetzt mal die Aufnahme ab. Ich werde jetzt mal noch gucken, wie das Ganze läuft, wenn die Aufnahme deaktiviert ist, weil, wie ihr seht, wir haben hier knapp 80 FPS, teilweise 100 im Pausenmodus. Oh Gott, ich sollte nicht so viel reden. Okay, dann muss ich mal schauen, wann ich den vorbereiteten Speicherstand aufnehmen kann. Beziehungsweise wann ich einen neuen Speicherstand nochmal vorbereite fürs Let's Play. Weil ich nicht glaube, dass der aktuelle wirklich was taugt. Ja, also in dem Sinne. Keine Ahnung. Bis zum nächsten Mal.